Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe SCP-07-Fans, ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Meisterschaftsspiel gegen Hertha BSC. Das Spiel endete hier vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Bochum Deluxe Arena 2:3. Beide Trainer wie immer hier auf dem Podium. Wir starten mit unseren Gästen. Herr Dardai, bitte Ihr Kommentar zum Spiel. Erstmal gratuliere zu die Mannschaft. Zum Hauptsache ist, mit einem Quäntchen Glück haben wir das Spiel gewonnen, muss man ehrlich sagen. Die erste Halbzeit war nicht okay und deswegen sage ich, das war Glück, die zweite Halbzeit, dass wir noch aufgestanden sind, weil die erste Halbzeit wir haben vorgenommen, richtig aggressiv zu pressen, richtig anzulaufen und da raus muss man suchen, dann haben wir Raum, ja, weil unsere Stärke ist das Umschaltspiel. Und haben das nicht hinbekommen. Die Gegner war gut, die Publikum von dem Stadion war gut. Das war ein gutes Heimspiel von den Gegner. Und haben sie uns komplett neutralisiert. Aber musste man ansagen zu der Mannschaft, mit Ball, gegen Ball, wir waren einfach faul. Ja, wir haben nichts investiert, jeder nur gewartet für weiß ich nicht was, auch gegen die Bar, auch mit Bar. Das hat nicht gut ausgesehen. Dann konnte man auch reingehen mit einem schlechteren Ergebnis. Halbzeit haben wir viel korrigiert, kommen wir raus. Und so viel war auch nicht besser. Und dann sagt man, okay, jetzt müssen wir wechseln. Hat man jeder seine Chance bekommen. Und ich glaube, mit den Wechselungen haben wir das Spiel gedreht. Und zum Schluss noch das Spiel gedreht, weil die Gegner dann ein bisschen ungeduldig geworden und wollten unbedingt gewinnen. Dann haben wir Räume gehabt. Und wenn wir Räume haben, dann sieht man, wir haben heute 3 Tore geschossen und 3-mal Schack und Matt leeres Tor. Ja, und das ist schöne Qualität, das trainiert man. Da war kein Zufalltore dabei. Dafür bin ich stolz. Aber die Leistung heute eigentlich mehr Unentschieden, wenn überhaupt. Und heute erst einmal ein ganzes Jahr, muss man sagen, Respekt. Wir haben ein Quäntchen Glück, weil sehr oft haben wir Pech gehabt. Sogar das Spiel weggelaufen mit unnötigen individuellen Fehlern. Und heute haben wir mit einer guten Endphase, mit guten Wechselungen. Die Spieler haben sie richtig gut reingekommen. Und Ibo Masa hat auch seinen großen Teil davon. Muss man sagen, wenn man 3 Tore schießt und Schack und Matt, dann ist das nicht schlecht, aber komplett muss ich sagen, ich habe bei meinem Kollegen entschuldigt erstmal nach dem Spiel so zu gewinnen, aber die haben diese Quäntchen forciert und nicht die Tore gemacht, nicht der Standard oder prallende Ball, Nase gefallene Ball, sondern ausgespielte geile Aktionen. Ja, Herr Dardai, vielen Dank für Ihr Statement. Wir hatten ja schon einige Interviews, Lukas, heute. Du hast vorhin von der schmerzhaftesten Niederlage in dieser Saison gesprochen. Wie hast du das Spiel gesehen? Schönen guten Abend zusammen. Zunächst natürlich erstmal Glückwünsche, Paul, an dich und dann die Hertha. Ja. 70 Minuten lang war sicherlich unser bestes Saisonspiel. Ich weiß nicht, was wir besser machen können. Das ist das Maximum, das absolute Maximum. Ich glaube, wir sind heute insgesamt knapp 130 Kilometer gelaufen, 290 Sprints absolviert. Wir legen die Messlatte immer höher, was die Einsatzbereitschaft, was fußballerische Umsetzung angeht. Leider Gottes ist das Ergebnis in den vergangenen 5 Spielen aber jeweils unzufriedenstellend. Und wenn du in einer Phase bist, wo du Spiele nicht gewinnst, und dann tut es eben umso mehr weh. Du hast das Gefühl, dass du komplett am Anschlag bist und auch, wie gesagt, im 5. Spiel dann nicht als Sieger vom Feld zu gehen, das schmerzt extrem. Ich habe heute das erste Mal nach dem Spiel nicht die Kraft gehabt, meine Spiele abzuklatschen. War wirklich sehr mit mir auch beschäftigt und hab dann aber zur Mannschaft in der Kabine gesprochen und hab ihnen eins versprochen. Am heutigen Tage tut's weh. Männer, das Leben ist nicht immer fair. Es ist schön. Der Fußball ist schön, aber er ist nicht immer fair. Aber ab morgen habt ihr wieder einen Trainer und ein Trainerteam, welches voller Leidenschaft und voller Herzblut euch nach vorne pusht, um diese Leistung aufrechtzuerhalten. Wir werden keinen Deut nachlassen und werden versuchen, beim nächsten Heimspiel nach Möglichkeit einfach auch den KSC dann zu schlagen. Es ist die nächste schwere Herausforderung, aber erstmal gilt es natürlich auch ein wenig Wunden zu lecken, sich zu sammeln, gut zu trainieren und dann einen neuen Anlauf nehmen. Der Hertha weiterhin alles Gute und einen guten Nachhauseweg. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Lukas. Gibt es Fragen zum Spiel? Jawohl, gerne. Einmal das Mikro, bitte.
Hallo Paul, Glückwunsch zum Auswärtssieg. Kannst du verraten, was du den Jokern mitgegeben hast? Du hast ja gesagt, die haben super funktioniert, als sie reingekommen sind. Was war da der Auftrag? Also erstmal, die sind, ich glaube, sehr viel von dem Spielfluss geändert hat, das ist Hussein, weil das war nur einfach Bauchgefühl. Bilal ist die Spieler bei uns. Wenn kein großer Körperkontakt bekommt, ja, dann kann er sehr gut kickern. Und da hat man gespürt, die Gegner lauert ein bisschen zum Konterspiel, dass es mehr Räume gibt zu uns. Und dafür Bilal ist ein guter Spieler, gut, dass ich ihn kenne. Ja? Und sehr ruhig ist die Balleroberer. Wenn wir trotzdem Fehler machen, er holt die Bälle. Also für diese Liga ist enorm dynamisch. Und auch die letzte Woche gezeigt hat. Dann war meine Absicht, dass wir weiter vertikal und die Schnittstelle, was wir trainieren, immer wieder forcieren. Scherhand ist 1-1 gut. Er hat immer durch die Villa einen Torschance, hat er auch gehabt. Aber ich glaube, wichtig war, dass Ibo Masa seinen Raum bekommen hat. Anfang nicht. Anfang haben wir sie neutralisiert. Ibo hat nicht gut ausgesehen. Wir haben weiter nicht gut ausgesehen. Aber umso weiter, ich gebe zu, das war wirklich 70, 75 richtig gute Gegner. Aber das kostet auch die Konzentration. Die haben so viel gelaufen. Wir können gar nicht so gut gespielt, die Gegner. Und da hast du gedacht, was los hier? Aber das kostet Kraft. Irgendwann kommen die 20 Minuten und ich weiß nicht, wie es seine Möglichkeiten zu wechseln und wie es meine Möglichkeiten. Und ich glaube, von meinen Möglichkeiten die Maximum rausgeholt, das Spiel zu retten. Ja, erstmal zu retten. Und nach 2-2 natürlich willst du schon gewinnen. Und dadurch, dass die Gegner, sage ich nochmal, ein bisschen ungeduldiger wurden. Wir haben Räume gehabt und mit Raum, Hertha, BSC ist schon gefährlich. Ja, Peter Klute sehe ich vom Westfälischen Volksclub, bitteschön. Herr Kwasniok, Sie haben Sissi Conte und Philipp Bibia relativ früh nach einer guten Stunde runtergenommen. Waren die beiden angeschlagen oder was steckte für eine Idee dahinter? Ich glaube, es war kurz vor der 70. Minute. Das macht einen großen Unterschied. Ich bitte Sie dann schon auch darum, die Minute richtig anzusagen, denn die Jungs waren auf. Sissi Conte hat sein bestes Saisonspiel gemacht. Aber es war halt so, dass wir ab der 65. nicht mehr zu dritt vorne dann Zugriff bekommen haben. Und dafür gibt es eine Bank. Jascha Brandt hat fantastisch trainiert in den letzten 14 Tagen und hat diese Chance sich verdient. Und wir haben mit Elias Anser ein weiteres Talent in unseren Reihen. Und wenn die Jungs, Fitschu war ein bisschen unglücklich mit dem Ball, nicht mehr so frisch sind, dass wir den Gegner anlaufen können, dann ist es meine Aufgabe zu wechseln. Leider Gottes konnten die Jungs nicht die Akzente setzen, wie die Jungs davor. Das ist so. Sicherlich ist das auch ein Unterschied in der Breite des Kaders. Ich mache meinen Jungs gar keinen Vorwurf, ganz im Gegenteil. Aber es ist halt ein Unterschied, ob Masa, Scherhand, Seefuig kommen oder eben die Jungs, die wir bringen können. Wir sind uns dessen bewusst. Und deswegen ist es nicht ganz so einfach. Ja, Frank Beinecke, Neue Westfälische, bitteschön. Sie hatten dann Sebastian Klaas heute auf die Doppel-6 gezogen und Kai spielen lassen. Was war die Idee dahinter und warum hat dann David auf der Bank gesessen? Ja, Sese kann sowohl vorne eine der drei Positionen begleiten, als auch eben den offensiven Sechsern. Das haben wir in der Vorbereitung die ganze Zeit gespielt und hatten da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Genauso auch hier beim Heimspiel gegen Fürth. Er hat ein tolles Spiel gemacht. Leider war sein Partner am heutigen Tage jetzt nicht ganz so präsent wie sonst. Deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, Dave für Kai zu bringen in der Halbzeitpause. Und dem Dave eben heute keine Startelf Platz zu geben. Fitschu und auch Rafa haben eben auch so ein bisschen davon gesprochen, dass es auch ein bisschen Kopfsache ist, wenn man dann halt auch 4 Spiele in Folge nicht gewonnen hat. Wie groß sehen Sie denn die Gefahr, dass dann irgendwann halt auch die Kopfsache dazu führt, dass auch die Leistungen dann nicht mehr passen und dass man dann wirklich in diese Negativspirale gerät? Gar nicht. Da haben Sie heute eine Mannschaft gesehen, die in irgendeiner Form verunsichert war. Ich sehe das nicht. Die Jungs arbeiten nach vorne. Sie tun alles. Und
Ich glaube nicht, dass wir nächste Woche gegen den KSC in irgendeiner Form hier mit angezogener Handbremse spielen werden. Wir werden auch da wieder wie die Löwen marschieren. Wir werden nach vorne marschieren. Die Jungs werden das machen. Wir haben hier Spiele aufgebaut. Deswegen geht mir alles ein bisschen auf den Sack. 10.19, fantastisches Spiel, Klaas, brutales Spiel, hat halt den Ball nicht über die Linie gebracht. Brackelmann, der kam zu uns wie ein Bezirksligaspieler, wirklich genau in dieser Verfassung. Der spielt hier zweite Liga top, macht den Tabakovic weg, natürlich macht er irgendwann mal ein Tor. Das ist halt leider so. Ich bin wirklich, wir haben tolle Jungs und es ist halt einfach so, es gehört leider Gottes dazu beim SC Paderborn und das ist in jeder Saison so, dass wir einfach Phasen haben, wo wir alles geben, aber Spiele nicht gewinnen. Und dann kommen wir aus dieser Phase wieder raus, weil wir hier gemeinsam stark sind. Und da von irgendwelchen psychischen Problemen zu sprechen, wir haben mal 8 Spiele nicht gewonnen am Stück und dann geht's weiter, wir marschieren weiter und dann gewinnen wir wieder Spiele. Genauso wird es ab morgen wieder ablaufen. Dann mal Vollgas geben, Vollgas. Psychische Probleme, da sind wir hier die falschen Ansprechpartner. Die Jungs geben Gas und wir werden Spiele gewinnen. Ganz einfache Geschichte, vielen Dank. So, der Kollege aus Berlin nochmal, bitteschön. Du hast im Sechserraum wieder eine neue Konstellation gewählt. Kannst du erklären, warum das trotzdem nicht aufgegangen ist in der ersten Halbzeit, warum dir der Zugriff gefehlt hat und wie frustrierend ist es vielleicht auch, wenn man jede Woche versucht, die optimale Konstellation zu finden und es dann nicht so richtig ist. Ja, das ist nicht einfach, aber ihr kennt unser Projekt, Berliner Weg. Die jungen Spieler haben seinen Vorteil, das ist deutlich. Pascal Clemens momentan ist nicht so wie der Anfang der Saison, aber warum soll ich ihn rauslassen? Ja? Er kämpft, er macht, er hat die Vertrauen von den Vereinen, von uns alle. Wir wollen, dass er weiterbildet. Von dieser Situation muss er selber rauskommen. Natürlich, irgendwann nehme ich runter. Aber da habe ich deutlich gewusst, wenn Deo kommt, was ich von ihm habe. Letzte Woche hat er auch Unterschied gemacht, hat die Deo. Hab ich habe ein Spiel gesagt, du bist Wechselspieler, immer Halbzeit rein, was auch immer. Also praktisch, ich glaube, die fehlt die Pascal von der ersten Hinrunde, ja. Aber trotzdem, wir bleiben dran. Mit Barkok, ja. Hat er schöne Tor gemacht, aber er muss noch vieles zeigen für uns, ja. Ich erwarte viel, viel mehr von ihm, tut mir leid. Und trotzdem, das ist schön, wenn die Wechselspieler reinkommen, machen sie Unterschied, weil es gibt Zeit bei uns, ja, wo wir geführt haben, haben wir gewechselt, weil jeder soll ein bisschen Einsatz spielen und haben die Spiele nicht zum Ende gebracht oder sogar verloren. Und heute kommen die Spieler rein und dann helfen sie auch in diesem Schritt. Das habe ich auch deutlich damals angesprochen, vielleicht hat wehgetan. Ich bin nicht immer nett, sogar manchmal sehr unfreundlich. Da muss man trennen, wie man mit Spielern manchmal redet und wie man einen Kaffee trinkt mit den Spielern. Ja, und dadurch, die Jungs haben es gelernt, akzeptieren sie das und ich sehe einen riesen Schritt von vielen Spielern. Ja, auch Scherhand kommt rein, arbeitet defensiv, weiter nicht stehen wie früher. Also da sehe ich sehr viele Schritte und das macht uns Spaß. Trotzdem, ich kann zu dir sagen, da hier Paderborn, ihr kann alle stolz sein. Das ist ein guter Job, guter Publikum. Ich habe gute, nette Menschen kennengelernt hier. Als Trainer bin ich jetzt hier und ihr könnt alle stolz sein, wie die Mannschaft gespielt hat hier und die Atmosphäre. Also für Trainingsgelände heute habe ich gesehen, ihr seid so nett gewesen, dürft ihr da trainieren. Also alle Respekt und einfach dranbleiben. Sehr schön, ja, sehr schön. Dankeschön. Ja, nochmal eine Nachfrage. Ja, Paul, vielleicht nach diesem Spiel und vor allem nach dieser Woche kannst du einmal sagen, wie es in dir aussieht gerade? Nochmal, wie meinst du das? Wie ist dein Gemütszustand, dein emotionaler Zustand jetzt nach dem Spiel und nach der Woche? Vielleicht? Leute, sag ich alle letzte Mal, Paul bleibt Paul. Ja. Ich bin seit 30 Jahren hier. Ich komme ein schwarzer Ascheplatz. Ich sprach nicht mal richtig eure Sprache. Und Paul hat immer hart gearbeitet, immer ehrlich. Ich habe nach Gymnasium die Universität angefangen, aber nach einem Jahr habe ich abgebrochen, ja, weil lieber Fußball und dann schnell Militär erledigt, damit ich nach Ausland gehen kann. Und ich bin immer noch hier, weil ich bald da bin. Und ich lasse zu keinem Mensch zu. Ja, unsere Trainer, unsere Gelände, die Akademie, die Menschen, die Fans, ja, irgendwie Unwahrheiten zu schreiben. Das ist nicht korrekt. Unwahrheiten in meiner Sinn sind Lüge. Und wenn einer sagt, Hertha BSC hat kein Konzept, das ist nicht in Ordnung, da muss jeder nachdenken. Und deswegen habe ich eingeladen, ganze Deutschland sehr gerne. Ich habe immer Zeit, ich wohne ein paar Meter von dir. Büro und ich zeige die Konzept, wie das aussieht, welcher Spieler mit welcher Alter hat angefangen und heute wir sind hier, weiß nicht welche Platzierung, glaube wir sind 6. denke ich, 7. ja, mit eigenen Nachwuchsspieler, sehr Stahlkraft, die Fans mögen sie uns, nächste Woche wahrscheinlich volles Haus, haben mehr Zuschauer wie früher, die Konzept, was wir angesprochen haben vor der Saison, sitzt alles gut, sogar die alten Spieler machen sie mit, keine beleidigt,
Respekt zum Leistner, Respekt zum Kämpfer, Niederlechner. Die Ausbildung ist nicht vom Paar. Die älteren Spieler bilden schon diese Jungen aus. Die haben sie Freiheit in die Kabine. Und bei uns herrscht ein riesen Teamgeist, was wir aufgebaut haben. Heute hat man wieder gesehen, wir haben nicht aufgegeben. Ein Top-Gegner bis 17 Minuten. Wir haben nichts aufgegeben, ja. Letzte Woche auch. Dann wenn ich das sehe, die Berliner Weg, das ist heilig für uns, auch für die Fans. Wenn einer das ist nicht informiert, hier gibt kein Konzept. Umschaltfußball. Ich glaube, heute haben wir damit auch gewonnen. Also, mit Palbasis hat man gesehen, da fehlt Spielertypen, ja. Muss man die Beste rausholen. Und ich bin froh, dass die jungen Spieler weiterentwickeln, weil sie riesen Potenzial für diesen Club. Und ich bin froh, dass die Mannschaft so einen Charakter hat. Die Mentalität stimmt auch. Das war sehr hart. Habt ihr gelesen, oder? Wie war die paar Jahre hier? Die Mentalität. Und haben gesteigert. Und wir sind sehr stolz. Die Fans, Pal Dardai, die Trainerstab, die alle, die in die Kabine, wir sind sehr stolz und lasse ich kein Mensch, ja, Unwahrheiten schreiben. Das ist nicht in Ordnung. Und so ist Pal. Deswegen ist Pal seit 30 Jahren hier. Und irgendwie, ja, akzeptiert. Weil ich bin ehrlich, das muss man runterschlucken. Und muss man nicht Steine schmeißen ohne Information. Das ist nicht korrekt. Ja, vielen Dank an beide Trainer für die umfangreichen Ausführungen. Wir waren alle freundlich hier, ganz prima, und wünschen uns allen gemeinsam ein schönes Wochenende. Natürlich, der hatte einen guten Rückfahrt nach Hause und einen weiteren erfolgreichen Saisonverlauf. Alles Gute. Tschüss.